ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu einem Basic Stretch. Schön, dass du dabei bist. Mach immer so mit, wie du dich wohlfühlst, wie es dir gut tut. Versuch in die einzelnen Positionen hineinzuschmelzen, mit jedem Ausatmen sozusagen etwas tiefer schmelzen. Das Training tut deinen Faszien gut, deinen Muskeln, deinen Gelenken und kann auch den Blutdruck senken. Also ich würde sagen, wir starten in einer hüftbreiten Position. Lass deine Knie etwas durchlässig und es gibt immer nur deinen Weg. Alles ist richtig, so wie es für dich okay ist. Starte jetzt mit einem Schulterkreisen. Wir wollen die Muskeln vorher nochmal durchbluten, die Faszien etwas durchsaften und die Gelenke bewegen. Ganz locker. Größer werden, Ellbogen zurückziehen. Nochmal größer. Versuche die Hände über deinen Kopf zu streichen. Beweg deine Schultergelenke. Und jetzt versuchst du mit beiden Händen liegende Achter zu zeichnen. Nimm deine Beine auch etwas mit zur Seite. Nimm die Fußspitzen nach außen und geh weiter in die Bewegung. Knie beugen, Hüftgelenk bewegen. Richtig groß werden, noch etwas größer. Den ganzen Körper durchbewegen. Dann wieder zurückkommen zur Mitte. Die Arme locker lassen. Stütz dich auf deine Oberschenkel. Und geh mit deinem Brustbein nach vorne. Einatmen nach vorne den Blick. Ausatmen, Fingerspitzen nach innen. Und jetzt den Rücken so richtig runden. Nach innen den Blick zum Bauchnabel. Mit dem Einatmen Blick nach vorne. Und mit dem Ausatmen den Blick zum Bauchnabel. Den Rücken dehnen. Und hier den Bauch. Nochmal. In deinem eigenen Rhythmus. Und während du die Bewegung machst, schließt du deine Beine in eine hüftbreite Position. Und wenn dein Rücken jetzt gerade ist, bleib da. Und versuch deine Beine ein bisschen mehr zu strecken. Spürst du die Dehnung der Rückseite? Versuch den Rücken gerade zu halten. Nochmal beugen und nochmal ausatmen. Strecken versuchen. Einatmen, beugen. Aus. Ich weiß, das zieht in der Rückseite. Dann halte deinen Rücken gerade und richte dich ganz gerade nochmal nach oben auf. Atme ein, linke Hand fasst dein rechtes Handgelenk, beug rechts ein Stück und zieh dich auf die linke Seite. Wenn das für deine Schulter etwas unangenehm ist, nimm den Arm weiter nach vorne. Deine Seite aufdehnen, wechseln, aus, andere Seite, richtig schön lang ziehen. Und nochmal wechseln. Wenn du möchtest, bleib ruhig etwas länger in der jeweiligen Position. Zur Mitte zurück und geh noch einmal mit dem Brustbein nach vorne, tauche tief,
bleib hier. Nimm jetzt deine linke Hand, ich mache spiegelbildlich, zum rechten Oberschenkel und deine linke Hand zur Schulter. Dreh dich ein Stück auf und wechsel die Seite. Diagonal, Hand zur Schulter, aufdrehen und wechseln. Beweglichkeit, Brustwirbelsäule. Ganz wichtig für einen gesunden unteren Rücken. Zur Mitte kommen, aufstützen, hochkommen zum Stehen und jetzt nimmst du ein Bein, ich mache seitlich mit, nach hinten. Die Ferse weit wie möglich nach unten, streckt das Knie und beide Fußspitzen zeigen nach vorne in eine Richtung. Jetzt schiebst du hier dein Becken nach vorne, Knie strecken, Dehnung in der Wade spüren, aufrecht stehen, so weit wie möglich. Atmen. Dann hebst du deine Ferse an, spannst dein Gesäß an und kippst den unteren Rand vom Becken nach vorne. Spürst jetzt hier vorne die Dehnung. Bleib so. Wenn du willst, wenn rechts hinten ist, kannst du den rechten Arm noch ein Stück über den Kopf ziehen. Dann verstärkt sich die Dehnung im Hüftbeuger noch. Po anspannen. Und wieder langsam zurückkommen. Und gleich die Seite wechseln. Bein weit nach hinten. Strecken das Knie. Vorne beugen. Fußspitzen in eine Richtung. Oberkörper aufgerichtet, die Wade dehnen, Knie nochmal bewusster strecken. Merkst du eine Dehnung? Sehr gut, dann heb deine Ferse an, kipp den unteren Rand vom Becken nach vorne, Po anspannen, so ein bisschen tiefer vielleicht. Und wenn du willst, wenn links hinten ist, den linken Arm ein Stück auf rechts zur Seite neigen. Ich drehe mich ein bisschen zu dir. Stell dich breiter auf, dann ist es nicht so wackelig, also als würdest du auf zwei Schienen stehen. Da verkürzen wir oft, wenn wir viel sitzen. Es wirkt sich dann auch negativ auf den unteren Rücken aus. Die Dehnung lohnt sich wirklich. Und dann kommst du wieder zurück zur Mitte und lockerst dich ein bisschen aus. Jetzt komm nach unten zum Sitzen auf den Boden, egal wie. Deine Hände hinten abstützen. Deine Beine sind breiter als deine Hüfte aufgestellt. Brustbein heben und jetzt lass erstmal deine Knie nach rechts und links pendeln. So mobilisierst du die Hüftgelenke. Bewegliche Hüftgelenke sind wichtig, auch für den unteren Rücken, aber auch für gesunde Knie. Bleib dann wieder sitzen. Nimm beide Fußsohlen aneinander,
Du könntest dir so Sitzübungen immer vereinfachen, wenn du dich auf ein Kissen setzt. Dann wird es immer ein bisschen leichter. Und jetzt ist ganz egal, wie weit die Knie hier nach außen fallen und wie weit du nach vorne dich ziehen kannst. Versuch so ein Stück nach außen zu drücken und deinen Oberkörper nach vorne zu ziehen. Egal wie weit. Vielleicht kommst du ja noch weiter. Machst deine Hüftgelenke auf, dehnst die Innenseiten und den unteren Rücken. Kannst die Hände auch nach vorne ablegen. Also, das ist auch okay. Mit jedem Ausatmen ein Stück tiefer sinken, lockerer lassen. Geht. Dann langsam wieder aufrichten, deine Beine schließen. Und jetzt kannst du dir entweder ein Handtuch nehmen und das Handtuch hier rumwickeln, sodass du es hinten greifen kannst. Weißt du, wie ich meine? Wir legen uns auf eine Seite, rechter Winkel die Knie und jetzt entweder das Handtuch fassen und das Bein zurückziehen. Becken bleibt aber senkrecht. Oder du fasst den Fuß und drückst den Fuß in die Hand. Spür die Dehnung im Hüftbeuger nochmal im Oberschenkel. Also entweder den Fuß in das Handtuch schieben, Becken senkrecht. Und der Oberschenkel, wenn es geht, parallel zum Boden. Die Position halten. Und dann wieder auflösen. Und jetzt drück dich nochmal kurz zum Sitzen. Du weißt, wie die Übung geht, dann drehe ich mich nämlich weg von dir. Du kannst aber dich auch einfach rumdrehen. Jetzt bleib aber nochmal sitzen und nimm die Arme so weit wie möglich zurück und öffne hier dein Brustbein. Zieh das Brustbein nach vorne, Dehnung der Brustmuskulatur so weit wie möglich nach hinten. Da wird die Atmung auch leichter, wenn wir da vorne die Brustmuskeln aufdehnen. An den Armen merkst du es bestimmt auch. Und dann löse wieder auf. Und jetzt machen wir die andere Seite von unserem Hüftbeuger. Du kannst sie auch so hindrehen, dass du mich siehst. Rechter Winkel die Beine, leg deinen Kopf ab. Nimm das Handtuch entweder um dein Fußgelenk oder fass den Fuß. Knie nach hinten, Po anspannen, Oberschenkel parallel über dem Boden und drück den Fuß ins Handtuch oder in die Hand. Ein paar Atemzüge hier bleiben. Schau nochmal, ob der Oberschenkel parallel über dem Boden ist. Dann langsam wieder auflösen. Und jetzt kannst du dich einfach auf die Seite nochmal drehen
hochstützen zum Sitzen, Oberschenkel fassen, Rücken hängen lassen, so richtig den ganzen Rücken aufdehnen, den oberen Rücken lang werden lassen. Abrollen in die Rückenlage, komm nach unten und zieh nacheinander deine Knie zu dir ran, knapp unterhalb vom Knie am besten. Dein Becken ganz leicht abheben vom Boden, das dehnt den unteren Rücken, der oft viel zu fest ist. Ein Bein aufstellen, das andere Bein am Oberschenkel herziehen und dann so weit wie du kannst, wie du möchtest, zur Decke strecken und den Oberschenkel anziehen. Lass mal den Fuß ganz locker und spür die Dehnung in der Rückseite. Auch hier könntest du mit einem Handtuch dein Bein zu dir herziehen. Mit jedem Ausatmen ein Stück weiter. Hineinschmelzen. Ist rechts jetzt oben bei dir? Dann lass wieder locker. Deinen linken Fuß stellst du ein bisschen nach außen und dein rechter Fuß kreuzt mit dem Fußgelenk. Und jetzt zieh dein Knie, das rechte, zur linken Schulter, also in die Richtung. Dann müsstest du Dehnung im Gesäß spüren. Mit jedem Ausatmen ein Stück weiter. Dann auflösen, Fuß abstellen und die andere Seite ranziehen am Oberschenkel. Das Bein in Richtung Decke strecken, Oberschenkel fassen und Fuß locker lassen. Mit jedem Ausatmen ein Stück näher in deine Richtung ziehen. Schau, dass der Schultergürtel entspannt ist. Was da auch immer angenehm ist in der Rückenlage, wenn du dir ein Kissen vielleicht unter deinen Kopf legst, kannst gerne auf Pause drücken. Versuch das Knie zu strecken. Dann löse. Den rechten Fuß weiter nach außen stellen. Das Fußgelenk kreuzt. Und das Knie links in Richtung rechte Schulter ziehen. Mit jedem Ausatmen ein Stück weiter zu dir.
Dann wieder lösen. Beide Füße aufstellen. Einfach mal schließen, Arme zur Seite und jetzt lässt du die Knie einfach auf eine Seite kippen. Nimm den Kopf zur Gegenseite. Nacheinander zur Mitte, erst das eine Knie, dann das andere und beide zur anderen Seite. Kopf zur Gegenseite, Schultern sollten unten bleiben. Und dann nacheinander ganz langsam wieder zur Mitte zurück. Und am besten jetzt über die Seite nach oben drücken zum Sitzen. Nochmal die Schultern kurz lockern, dass dein Kreislauf erstmal mitkommt. Lass dir wirklich Zeit. Einen Fuß nach vorne kreuzen, das andere Bein unten durch. Komm auf die Hände. Stütz dich auf die Oberschenkel und lass dir Zeit, roll dich ganz langsam, Wirbel für Wirbel, nach oben auf. Richte dich auf, schüttel dich aus, locker aus. Nimm eine Hand nach vorne und leg sie auf die gegenüberliegende Schulter. Und jetzt ziehst du hier am Oberarm den Ellbogen ein Stück zurück. So lässt sich es immer besser ziehen. Schulter unten halten. Merk die Dehnung in der Schulter. Knie leicht gebeugt. Gut. Aufrecht stehen. Dann die Hand, die auf der Schulter oben liegt, nach vorne nehmen, Handfläche zur Decke. Und mit der anderen Hand ziehst du jetzt die Hand in Richtung Unterarm. Die Dehnung hier im Unterarm wahrnehmen. Dann wieder auflösen, mit der anderen Hand auf die Schulter, entspannt. Ellbogen zieht, in deine Schulter. Löse. Hand auf der Schulter lösen, Handfläche zur Decke und die Hand in Richtung Unterarm ziehen. Die Schulter locker lassen. Da verkürzen wir oft, wenn wir viel schreiben oder an der Computermaus sitzen. Auflösen, entspannen, auslockern. Jetzt ruhig zum Beispiel deinen Vorderfuß nochmal aufdehnen, deine Zehen, indem du hier den Fuß nach vorne schiebst, den Fußrücken. Oder nochmal oben aufdehnen, vielleicht auch deine Finger immer so richtig durchbewegen, auf und zu machen.
Dehn nochmal da, wo du das Gefühl hast, da bist du eher kurz. Vielleicht nochmal die Brustmuskeln oder den Rücken rund werden lassen. Vielleicht gibt es noch irgendwo eine Stelle, wo du das Gefühl hast, da möchtest du dich noch hinbewegen. Wenn du dann dich durchbewegt hast, nimmst du die rechte Hand an den Kopf und setzt das rechte Bein zurück, neigst dich ein Stück zur Seite. Ganze Seite dehnen. Kommst zur Mitte, Seite wechseln, anderes Bein, erstmal Hand zum Kopf, hinten kreuzen, Oberkörper zur Seite. Atmen. Dann wieder langsam zur Mitte kommen, auslockern, vielleicht durchschütteln. Durchrütteln ist immer schön. Ich hoffe, es geht dir gut, es hat dir gut getan. Bist du richtig locker? Schüttel dich. Wenn du kannst, nimm nochmal deine Hände hinten oder öffne einfach die Arme. Brustbein öffnen. Einatmen, hochziehen, ausatmen, öffnen, nochmal einatmen, hoch und aus. Letztes Mal ein, öffnen und entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir gut getan und du fühlst dich jetzt wohl in deiner Haut. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, über ein Gefällt mir. Freue mich natürlich, wenn du kommentierst, wie es dir jetzt so geht unten. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Den Link findest du auch da unten, da steht deine Unterstützung. Klick einfach drauf und wähle aus, mit wie vielen Monaten du das gerne machen möchtest. 2,50, 5, 10, 20, was es dir wert ist. Empfehle mich weiter, leite vielleicht auch das Video weiter. Übrigens, es gibt für Einsteiger eine Playlist auf meinem YouTube-Kanal. Schau mal rein, vielleicht findest du das ein oder andere Video, das dir ganz besonders gefällt. Es gibt ganz viele Playlists. Es gibt auch Wirbelsäule, Physiofit, Senioren, intensive Workouts, lange, kurze. Einfach mal hinschauen. Oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich auf dich. Bis dann.